Hi, ich bin Saki. Ich wurde nun schon von mehreren Personen getaggt, also markiert oder ausgewählt, bei Meet the Bushcrafter Projekt mitzumachen. Wer nicht weiß, was das ist, bei diesem Projekt soll den Leuten die Möglichkeit gegeben werden, die Menschen hinter den Outdoor-Videos ein klein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht zu erfahren, wie sie zum Bushcraft gekommen sind, warum sie es betreiben oder wie sie darüber denken. Und weil ich das eine sehr schöne Idee finde, hier nun auch mein Beitrag dazu. Ich bin in einem kleinen Dorf am westlichen Harzrand aufgewachsen, bin also ein richtiges Landkind und das Schöne war, dieses Dorf grenzte einseitig direkt an dieses Waldgebiet an. Und was lag da näher, als dass wir Kinder natürlich sehr viel im Wald Zeit verbracht haben und sehr viel im Wald gespielt haben. Ich glaube, ich war sowieso ein Kind, dessen Hosenboden man quasi am Stuhl festtackern musste, damit ich nach der Schule erstmal vernünftig zum Mittag gegessen habe und auch meine Schularbeiten gemacht habe. Aber sobald es mir möglich war, ging es raus, raus, raus. Und ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Zeit damals. Es gab richtige Klicken. Und wie so richtig schön alten Kinderfilmen gab es bei uns auch Banden. Und ich gehörte zur Oberdorfbande und unser Gebiet war der Wald. Und so haben wir sehr viel Zeit in diesem Wald verbracht und ich glaube, da habe ich auch schon die Liebe zur Natur für mich entdeckt. Wenn ich an manches denke, dass wir Kiddies so angestellt haben, dann muss ich mich manchmal echt wundern, wie ich die Zeit überhaupt überlebt habe. Ich habe so wahnsinnig viele verrückte Erinnerungen, wie wir an kleinen Steinbrüchen geklettert sind, ständig ist irgendeiner abgestürzt oder hatte Glück bei irgendwelchen anderen verrückten Sachen. Das war echt Wahnsinn, aber eine coole Zeit. Und wenn ich so insgesamt an mein Leben zurückdenke, glaube ich sowieso, dass mein Schutzengel in so einer Schutzengel-Spezialeinheit ist und die nehmen nur die Besten der Besten der Besten, Sir! Meine ersten wirklichen Berührungspunkte mit Bushcraft hatte ich dann mit etwa 12 Jahren oder so. Ich lieh mir damals total gerne Bücher aus in unserer ganz kleinen Schulbibliothek und bin dabei durch Zufall auf ein Buch gekommen, das sich mit dem Leben der Natur beschäftigt hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das für ein Buch war. Ich glaube, es war eins von diesen ganz alten Pfadfinderbüchern. Und das Buch hat irgendwas mit mir angestellt. Ich habe es absolut verschlungen und war von da an eigentlich ständig auf der Suche nach anderen Büchern oder Informationen, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt haben. Und mal ehrlich, Leute, Feuer machen, jagen, Sachen bauen, Abenteuer erleben, da würden doch sogar jedem Stadtkind die Augen leuchten, oder? Meine ersten kleinen Outdoor-Erlebnisse beschränken sich natürlich einfach darauf, dass ich durch den Wald gestromert bin, irgendwas erklettert habe, vielleicht mal mutig durch ein Wasser gewartet bin oder irgendwie so einfache Sachen. Man war halt noch sehr jung und man wusste nicht wirklich, wie man jetzt zu so einem Outdoor-Menschen werden sollte. Als ich ein paar Jahre später dann irgendwo mal den ersten Teil von Rambo gesehen hatte und es im Fernsehen auch die MacGyver-Serie gab, da war mir klar, so ein richtig cooler Kerl muss irgendwie eine Mischung aus diesen beiden sein. Rambo war der total geile Kämpfer, angstlos, der niemals aufgegeben hat und MacGyver hatte in noch so jeder ausweglosen Situation immer noch einen Trick drauf. Und das fand ich richtig cool. Das hört sich heutzutage total albern an, das weiß ich. Aber hey, ich war ein Kind und diese Typen waren Götter für mich. Und diese Denkweise, die ich mir am liebsten aneignen wollte von diesen beiden Jungs, ist gepaart mit meinem Interesse an der Natur. Ich glaube, das war verantwortlich dafür, dass ich zumindest gedanklich beim Bushcraften so ein bisschen in diese Survival-Richtung abgedriftet bin.
Dafür muss ich vielleicht mal kurz erläutern, was diese Begriffe Bushcraft und Survival für mich bedeuten. Die Leute streiten sich ja immer drüber, was genau ist Bushcraft, was ist Survival. Eigentlich ist es total egal, das soll jeder für sich selber rausfinden. Für mich persönlich ist ein Bushcrafter jemand, der sich gern in der Natur aufhält und sie genießt. Er beschäftigt sich mit dem Leben in der Natur und möchte mit relativ wenigen Hilfsmitteln autark in der Natur zurechtkommen, also in ihr leben können. Und das Survival ist für mich ein kleiner, spezieller Teil des Bushcraft. Und zwar der Teil, der sich mit dem Bewältigen von lebensbedrohlichen Situationen beschäftigt. Also um in Extremsituationen, ja, lebend aus dieser Situation herauszukommen. Das ist das Survival für mich. Ich lebte also meine Kindheit, die wirklich wunderschön war, und einen Großteil davon habe ich tatsächlich in der Natur, im Wald verbracht. Und nebenbei habe ich einfach alles aufgesogen, was ich irgendwie über das Leben in der Natur in Erfahrung bringen konnte. Einen nicht geringen Anteil hatten da bestimmt auch die Bücher von Survival, Rüdiger Neberg. Diese Bücher waren Wahnsinn für mich. Bis dahin hatte ich noch nichts Vergleichbares gesehen und sie hatten für mich eine ganz neue Qualität von Informationsgehalt. Erst in den 1990er Jahren stieg ich dann immer tiefer in die Materie ein, fand meinen Weg im Survival und begann mit einem stetigen Training. Touren führte ich zumeist noch mit der typischen Outdoor-Ausstattung durch, merkte aber bald, dass mich das Zurechtkommen mit so wenig Ausrüstung wie möglich immer mehr reizte. Warum ich gerade in diese Richtung tendierte, hatte auch mit der plötzlichen Schwemme an Survival-Büchern zu tun, die in dieser Zeit auf den Markt kamen. Genauso wie ich die Bücher verschlang und liebte, nervten sie mich manchmal aber auch. Ich wollte mehr und mehr lernen, stellte aber schnell fest, dass sie sich alle irgendwie immer wiederholten. Wenn du dies hast, kannst du jenes machen und wenn du dies besitzt, kannst du jenes damit improvisieren. Das sind natürlich alles wichtige Improvisationstechniken, die ich auch heute noch gerne nutze, doch ich wollte möglichst autark draußen sein. Um mich für alle Eventualitäten zu rüsten, musste ich nach den Beschreibungen in den Büchern jedoch wieder eine ganze Menge Zeug mit mir rumschleppen. Und das ging mir gegen den Strich. So entwickelte ich mich langsam aber sicher in die Richtung, mit einer minimalen Ausstattung überleben zu wollen. Die Grundprinzipien des Überlebens in der Natur zu nutzen. Dazu gehörte für mich auch die Ernährung aus der Natur. Denn Nahrungsmittel nahmen bei mir bis dahin einen ziemlich großen Teil meiner Ausstattung ein. Also begann ich irgendwann dann auch Informationen über essbare Wildpflanzen und Wildfrüchte zu sammeln, was etliche Jahre später dann auch zu meinem ersten Buch führte. Die essbaren Pflanzen habe ich genau in meinem Buch Die Nahrung aus der Natur erklärt. Meine Interessen entwickelten sich in viele Richtungen und ich liebte alles, was mit Natur, Sport, Action, Survival und Abenteuer zu tun hatte. Ich fand Spaß an solchen Aktivitäten und lernte durch sie mehr und mehr hinzu. Wie denke ich heute über das Survival? Survival ist für mich über die vielen Jahre weit mehr als ein Hobby geworden. Es ist eine Lebenseinstellung, die alle Bereiche meines Lebens beeinflusst. Denn es geht schon lange nicht mehr darum, wie man ein Feuer anzündet oder ob man ein ekelhaftes Insekt essen kann. Survival bedeutet für mich die Vorbereitung auf besondere Situationen in unserem ganz normalen Leben. Und dabei gehöre ich garantiert nicht zu den Menschen, die irgendwie einen Weltuntergang oder sowas befürchten. Ich meine einfache, logische Dinge wie die Selbstverständlichkeit, sich beim Autofahren anzuschnallen, sich mit der ersten Hilfe zu beschäftigen, damit ich mir selber oder den Liebsten in meiner Umgebung mal helfen kann, falls dies nötig sein sollte, zu wissen, wo in einem Gebäude der Notausgang ist oder das nächste Krankenhaus sich befindet, eine Feuerlöschdecke in der Küche zu haben oder eine gewisse Grundfitness zu besitzen, damit ich mal schnell von A nach B laufen kann oder mein eigenes Körpergewicht irgendwo heraufzuziehen, um mich aus einer Gefahr zu bringen. Und vieles, vieles, vieles mehr. Aber ich habe keine Angst, dass ständig irgendwas passiert. Es ist nicht der pure Ernst, der mich leitet, sondern es ist der pure Spaß, der mich leitet. Ich möchte in meinem Leben einfach ganz viel Spaß haben und ja, so ein bisschen Abenteurerblut fließt wohl in meinen Adern. Und das Survival, das Bushcraft, das macht eine Menge Spaß und das befriedigt diese ganzen Dinge. Und deswegen ist Bushcraft so wundervoll. Ich wünsche euch allen wahnsinnig viel Spaß in der Natur und dass ihr immer alles das erreicht, was ihr euch vornehmt. Nehmt euch nicht zu große Ziele vor, nehmt immer wieder kleine Ziele und arbeitet euch stetig und langsam voran und ihr werdet definitiv erfolgreich sein. Und niemals vergessen, das Allerwichtigste beim Bushcraft ist, dass es ganz, ganz viel Spaß macht. Macht's gut!
Wenn man sich das nötige Wissen aneignet, ist es hier draußen gar nicht so schwer, sich tatsächlich... Wenn man sich das nötige Wissen aneignet, ist es hier draußen tatsächlich möglich, sich komplett aus der Natur zu ernähren. Die pflanzlichen... Scheiße! Tierische Notnahrung hier draus. Natürlich braucht der Körper nicht nur pflanzliche Nahrung, sondern auch tierische Fette, Eiweiße etc. Tierische... Die essbaren Pflanzen habe ich ganz genau in meinem Buch Die Nahrung aus der Natur beschrieben. Wir brauchen, braucht der Körper aber... Tierische Nahrung hier draußen heißt... Insekten. Scheiße. Es kotzt mich an. Das ist mein Buch. Tierische Nahrung hier draußen bedeutet Insekten. Aus dem einfachen Grund, dass sie langsamer laufen als ich. Sollten sie eigentlich. Sie können ganz schön schnell laufen. Wenn man sich mit dem nötigen Wissen beschäftigt, ist es hier draußen tatsächlich möglich, sich komplett zu ernähren. Hier draußen bedeutet das Insekten. Weil sie langsamer laufen als ich und ich suche. Der Körper braucht aber auch tierische Nahrungsmittel, um bei Kräften zu bleiben. Eiweiße, tierische Fette sind wichtig. Mit ein bisschen Mut und ein bisschen Übung ist es gar nicht so schlimm, Insekten zu essen. Es ist gar nicht so schlimm, Insekten zu essen. Der Körper braucht aber auch Eiweiße, tierische Fette und andere Nahrungsmittel, Stoffe. Der Körper braucht aber auch andere Nahrungsmittel, scheiß Nahrungsmittel. Der Körper braucht aber auch Eiweiße, tierische Fette, Eiweiße. Wenn man sich das nötige Wissen aneignet. Wenn man sich das nötige Wissen aneignet, ist es... Muss es doch möglich sein, einmal das da drauf sprechen zu können.